Hi, mein Name ist Michael Raschke und ich arbeite an meiner Doktorarbeit zum Thema kognitive Aspekte in der Visualisierung. In diesem Video möchten wir Ihnen die Parallel Scan Path Visualization vorstellen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu meiner Präsentation der Parallel Scan Path Visualization Technik. In den nächsten 10 Minuten werde ich eine kurze Motivation geben, warum wir diese Visualisierungstechnik entwickelt haben. Dann präsentiere ich den generellen Ansatz der Parallel Scan Path Visualization Technik. Basierend auf diesem Ansatz haben wir 3 Visualisierungstechniken entwickelt. Das sind die Gaze Duration Sequence Diagrams, die Gaze Duration Distribution Diagrams und die Fixation Point Diagrams. Ich werde dann fortfahren mit einem Anwendungsbeispiel und werde den Vortrag mit einer Zusammenfassung schließen und werde dann als letzten Schritt einen Ausblick geben. Das Coole an diesem Ausblick ist, dass der jetzt zu aktueller Forschungsarbeit geworden ist und da passieren wirklich tolle Sachen, was wir da am Institut entwickeln. Die Motivation, warum wir eine neue Visualisierungstechnik für Eye-Tracking-Daten entwickeln wollten, war die sogenannte Visual Elements User Study, die wir bei uns am Institut ausgeführt haben. Das Ziel der Visual Elements User Study war, herauszufinden, ob es generelle Augenbewegungsmustern über mehrere Probanden hinweg gibt und ob verschiedene Benutzergruppen voneinander getrennt und definiert werden können auf Basis von Augenbewegungsmustern. Hier sind die einzelnen Aufgaben der Benutzerstudie dargestellt mit den dazugehörigen Stimuli. Wir haben eindimensionale, zweidimensionale und dreidimensionale Koordinatensysteme gehabt. Da war dann die Aufgabe, einen gegebenen oder mehrere gegebenen Punkte in diesen Koordinatensystemen zu lesen. Die zweite Aufgabe bestand darin, Dreiecke miteinander zu vergleichen und dann anzugeben, ob diese Dreiecke mathematisch kongruent sind oder nicht. Die letzte Aufgabe bestand darin, die größte farbige Fläche in einer Treemap zu finden oder die größte zusammengehörige Fläche, hier in diesem Fall also entweder rot oder gelb, oder in einer Landkarte dann das größte Land aufgrund seiner Farbe zu benennen. Wir haben ein Tobii-Eye-Tracking-System benutzt und hatten dann 30 Teilnehmer in unserer Studie und diese 30 Teilnehmer führten dann zu 2700 Scan-Paths insgesamt, die wir miteinander vergleichen wollten. Da wir an einem Institut für Visualisierung arbeiten, bestand der erste Ansatz darin, eine Visualisierungstechnik dafür zu benutzen oder eben eine neue dann auch zu entwickeln. Und das sind die Parallel Scan-Paths. Die Parallel Scan-Paths funktionieren wie folgt. Hier unten sieht man den Stimulus. In diesem Stimulus werden bestimmte Areas of Interest definiert und diese AOIs werden dann auf vertikale Achsen in einem Diagramm abgebildet. Die Zeit läuft dabei von unten nach oben. Die Anordnung des Diagramms ist zunächst willkürlich. Wir haben jetzt hier diese Anordnung gewählt. Wie das dann nachher in der Anwendung aussieht, sieht man hier am Beispiel des Gaze Duration Sequence Diagrams. Rechts unten sieht man einen der Stimuli, in diesem Fall ein eindimensionales Koordinatensystem. Wir haben dann die Areas of Interest definiert, wie sie hier dargestellt werden, also von Nummer 1 bis Nummer 4. Und hier rechts oben sieht man dann das Gaze Duration Sequence Diagram für einen Studienteilnehmer. Dieser Teilnehmer begann das Koordinatensystem zu lesen in der AOI Nr. 2, wechselte dann seine Augen in die AOI Nr. 1, dann zu AOI 2 zurück, AOI 3, AOI 4 und so weiter. Das Gaze Duration Sequence Diagram zeigt die Gaze Durations, also den Verbleib der Augen in einer Area of Interest. Das sieht man sehr schön hier an der Länge der einzelnen vertikalen Linien, wie sich dann das Diagramm von unten nach oben aufbaut. Man sieht den Scan Path. Man sieht die den Gaze Duration Start und die Gaze Duration Endzeit. Das kann man ablesen, indem man dann auf die Koordinatenachse links geht und schaut, wo die einzelnen vertikalen Linien anfangen und aufhören. Und man sieht die zeitliche Reihenfolge
der Aufmerksamkeitswechsel in dem Stimulus. Das Gaze Duration Distribution Diagramm überlagert dann in dem Diagramm noch die Summe der Gaze Durations in den einzelnen Areas of Interest, hier dargestellt für 5 Studienteilnehmer. Das Gaze Duration Distribution Diagramm basiert auf einer Arbeit von Guan und Cuttrell aus dem Jahre 2007. Die Aufgabe in diesem Beispiel ist unten rechts dargestellt. Man sollte jetzt zwei Dreiecke miteinander vergleichen und angeben, ob diese konkurrent sind oder nicht. Rechts unten sieht man die dazugehörige Heatmap. Die Areas of Interest wurden wie folgt definiert. Area of Interest 1 bis 3 beschreibt das linke Dreieck. Area of Interest 4 bis 6 beschreibt das rechte Dreieck. Das Gaze Duration Distribution Diagramm beschreibt im Gegensatz zum Gaze Duration Sequence Diagramm jetzt nicht die Anfangs- und Endzeiten einer Gaze Duration in einer AOI, sondern zeigt durch die Punkte hier dargestellt den zeitlichen Mittelpunkt der Gaze Duration an. Man kann dann mit der Maus über den Punkt hinüberfahren und in einem Tooltip sieht man dann den Gaze Duration Start, die Gaze Duration Start und die Gaze Duration Endzeit. Was allerdings auch wieder zu erkennen ist, sehr deutlich, sind die zeitlichen Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen den einzelnen Areas of Interest. Die dritte Technik, die wir basierend auf unserem Visualisierungsansatz entwickelt haben, sind die sogenannten Fixation Point Diagrams. Hier rechts oben dargestellt. Der Stimulus ist wieder rechts unten. Die Aufgabe bestand dieses Mal darin, die Position der zwei in einem zweidimensionalen Koordinatensystem gegebenen Punkte auszulesen. Und wie man schon bei der Scan-Path-Visualisierung sieht, besteht anscheinend eine gewisse Strategie, dass man zunächst einen Punkt liest und dann höchstwahrscheinlich den anderen Punkt. Deswegen haben wir die AOIs definiert, wie sie unten dargestellt sind. Und man sieht dann tatsächlich in dem Fixation Point Diagramm, dass hier verschiedene Strategien gewählt worden sind. Also dass manche Probanden zum Beispiel erst P1 abgelesen haben, dann P2, wohingegen andere mit P2 angefangen haben und dann P1 gelesen haben. Näheres dazu können Sie in unserem Artikel nachlesen. Die Fixation Point Diagrams zeigen einzelne Fixationen, dargestellt mit den farbigen Punkten auf jeder einzelnen vertikalen Achse. Sie zeigen auch wieder den Anfang und die Endzeit der Gaze Duration in einer AOI, den Scan Path und den zeitlichen Verlauf der Aufmerksamkeit. Wenn Sie nun unseren Parallel Scan Path Visualization Technik anwenden wollen, wollen wir Ihnen mit dieser Folie hier, die Sie auch im Artikel finden, eine Hilfestellung geben, wann der Einsatz unserer Technik sinnvoll ist. Zunächst einmal, wir wollen Eye-Tracking-Daten analysieren. Wenn wir in einem allgemeinen Überblick interessiert sind über die Daten, können wir Heatmaps verwenden. Wenn wir daran interessiert sind, in welcher Reihenfolge Probanden einzelne Bereiche im Stimulus angeschaut haben, können wir Scan-Paths verwenden. Wenn wir auf Basis davon AOIs definieren können, können wir auch Statistik betreiben, das heißt zum Beispiel Transitionsmatrizen zu verwenden. Wenn wir dann allerdings eine große Anzahl von Probanden haben, also vielleicht mehr als 15 funktioniert unsere Technik relativ gut, das hängt davon ab, welche einzelnen Strategien die Probanden gewählt haben, kann man die Fixation Point Diagrams, die Gaze Duration Distribution Diagrams oder die Gaze Duration Sequence Diagrams benutzen. Auf dieser Folie sehen Sie nochmal ein weiteres Anwendungsbeispiel. Hier sind jetzt 6 Probanden dargestellt, die ein etwas komplexeres Koordinatensystem mit 3 Punkten gelesen haben. Das heißt, wir haben 10 Areas of Interest. Und was man hier sehr schön erkennen kann, ist, dass die Probanden zunächst P1, den ersten Punkt, gelesen haben, dann den zweiten Punkt, dann den dritten Punkt. Natürlich sind die Probanden jetzt aus dem Probandenpool der 30 Probanden so gewählt, dass dieses Muster zu erkennen ist. Aber was man hier sehr deutlich erkennt, ist, dass diese 6 Probanden scheinbar die gleiche Strategie gewählt haben. Und auf Basis von dieser kann man dann näher in die Analyse dann noch weiter einsteigen. In den letzten 10 Minuten habe ich Ihnen die Parallel Scan Path Visualization Technik vorgestellt. Auf Basis unseres Ansatzes haben wir 3 Darstellungstechniken entwickelt: die Gaze Duration Sequence Diagrams, die Fixation Point Diagrams und das Gaze Duration Distribution Diagramm.
Eine der großen Vorteile unserer Visualisierungstechnik ist die Darstellung von vielen verschiedenen Eigenschaften von Scan-Paths in dem gleichen Diagrammtyp. Und im Artikel noch als zukünftige Arbeit beschrieben, kann ich Ihnen jetzt hier sagen, dass wir daran schon aktuell arbeiten. Hier unten ein Bild dargestellt von einem Szenario, wie wir es gerade am Institut entwickeln. Die große Herausforderung, wenn man mit Eye-Tracking-Daten arbeitet, besteht darin, dass es eine massive Interaktion bedarf, um einzelne Gruppen zu selektieren, einzelne Probanden auszuwählen, verschiedene Visualisierungstechniken. Wir denken hier an die 2700 Scan-Paths, die ja noch eine relativ kleine Anzahl von Scan-Paths sind. Und so dachten wir, könnten wir das Interaktionsparadigma, also dass ein Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern am PC sitzt und einer bedient die Maus, einer die Tastatur, nicht aufbrechen und das Ganze in eine ubiquitäre Richtung treiben. Und was man dann jetzt hier sieht, ist eine sogenannte Powerwall. Das heißt, das sind zwei HD-Bildschirme, große Beamer-Bildschirme. Wir wollen das Ganze mit einem Tabletop-Computer kombinieren. Auf diesem Tabletop können dann einzelne Probanden gewählt werden, die dann auf dem großen Display dargestellt werden. Und mit dem großen Display kann dann auch mit Hilfe von Gesten interagiert werden. Wirklich coole Sache, arbeiten wir gerade aktuell daran. Abschließend möchte ich mich dann ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.